Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Puzzle & Dwangset. Heute leider mit einer Nachvertonung. Ja, diesmal habe ich zwar den Spielsound aufgenommen, aber leider nicht meine eigene Stimme. Naja, mal gucken, wo sind wir hier? Hier, passt mal auf. Ich habe jetzt hier bei den Anfängermissionen im Kolosseum S++-Rang tatsächlich schaffen können. Es ist möglich. Aber was ist hängen geblieben? Ey, ich habe das gestern so viele Stunden gezockt. Bestimmt 5 Stunden für die beiden Sachen. Ja doch, das kommt hin. Immer wieder rein und immer wieder aufs Neue probieren, das Optimum rauszuholen. Ey, aber ganz ehrlich, das hat nichts mit Können zu tun. Das ist meiner Meinung nach komplettes Glück. Weil ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt. Selbst wenn ihr die, ja, die ganze Sphärenliste, die ihr am Anfang habt, wegbounce und dann eine neue Sphärenliste nachgerutscht kommt, braucht ihr Glück, dass eben dort zufällig ein paar mit dabei sind, die eben auch dann auch gleich mal weggehen. Das ist das Problem. Und nur dann, wenn ihr vielleicht dann so im Durchschnitt 5 bis 6, vielleicht sogar 7 Kombos immer habt, im Schnitt, und das innerhalb von einer Minute irgendwie schafft, dann habt ihr eine Chance. Schaut mal her, 27.552 Punkte, das ist der Highscore. Und ich war bei Rang S+, indem ich 25.900 Punkte hatte. Also ich weiß nicht, ob das dann bei 26.000 schon losgeht mit S++, keine Ahnung, aber ich habe hier schon mal zumindest meine Strategie. Wir machen mal einen Durchgang. Ihr seht, als erstes bin ich auf diesen Beetle Beat gegangen, damit eben, ja, mein Angriffsmuster so aussieht, dass wir alle auf einmal angreifen. Halte ich für sehr sinnvoll. Und hier müssen wir einfach nur gucken, dass wir mindestens so 4-5 Kombos immer weggeklatscht kriegen. Hier reicht's aus. Jetzt haben wir ja sogar so viel Kombos geschafft, dass auch dieser Wolf direkt mal weg ist. Bis hierhin alles gut. Und den müssten wir jetzt leider irgendwie auch mit einer Attacke wegbouncen. Wenn man das schafft, dann hat man hier alles richtig gemacht und hat die Chance auch hinten raus auf einen S++-Rang. Aber ihr seht schon, wir haben jetzt hier den Vierer-Kombo zwar wieder geschafft, aber es ist blöderweise nicht so cool nachgerutscht, dass wir da ja einen riesengroßen Bonus bekommen. Das heißt, jetzt könnte man eigentlich schon aufhören. Ich kriege zwar hier auch nochmal einen dicken, fetten Bonus. Das heißt, wir werden es auch schaffen, den jetzt zu besiegen. Ja, also gar nicht mal so eine schlechte Runde. Und bei 4-12 im Endkampf, das kann sich sehen lassen. Hier müsst ihr auch wieder dann ja, diesen Beetle Beat aktivieren. Und auch hier müsst ihr hoffen und Daumen drücken, dass die gleich beim allerersten Mal weggesmasht werden. Auch hier wieder eine Vierer-Kombo, ist ja alles möglich. Und jetzt ist genau das eingetreten, was eben total blöd ist. Wir haben leider keine Sphären so optimal nachgerutscht bekommen, dass wir jetzt nochmal ein zweites Mal angreifen müssen. Und das ist scheiße. Ach, das frustet einen. Und dann macht man es eben nochmal und nochmal und ärgert sich, was für ein Käse, dass man hier schon wieder nicht einen besseren Rang bekommen hat als im Vorlauf. Ja, und ich weiß nicht. Also ich weiß wirklich nicht, warum das Spiel das so gemacht hat. Also ich persönlich finde es blöd. Das ist auf der einen Seite zwar eine schöne, coole Herausforderung, wo man mal ab und zu ein bisschen dran zu knabbern hat, aber das ist doch unnötig schwer gemacht. Meine Meinung. Ich meine, ich war zwar, als ich das geschafft habe, zufrieden. Hier schaut mal her auf meinen Rang. Was haben wir jetzt bekommen? 23.000 immerhin hat es für Rang S gereicht. Aber wer hier das Optimum haben will, der muss halt viele, viele Ones in Kauf nehmen und einfach nur darauf hoffen, dass es nachrutscht. Das ist doch blöd. Das hat doch nichts mit Skill zu tun. Ja, finde ich blöd. Das finde ich aber wirklich komplett blöd. Das aber erstmal zu diesem Kolosseum. Ich werde es nebenbei natürlich probieren, die anderen vorgegebenen Quest irgendwie so zu erledigen, dass wir da auch einen schönen Rang haben. Mal gucken, ob es was bringt. Und ich denke, aber sinnlos ist es trotzdem, denn wir kriegen ja keine schöne Belohnung oder sowas. Ist ja nicht so, dass wir jetzt dadurch ein paar Drachensteine bekommen, irgendein seltenes Monster. Oder täusche ich mich? Kann das sein. Das wäre ja cool, wenn wir hier tatsächlich durch das, ja, durchforsten dieser S++-Ränge irgendwas Cooles auch noch kriegen. Also wenn das jetzt nur dafür da ist, um anderen zu zeigen, hier, schaut mal her, ich habe das so und so weit geschafft. Naja, dann kann man das vielleicht, wenn einem langweilig ist, ab und zu mal machen, aber so, naja. Und leider kann ich es auch nicht aufnehmen, weil da ich nicht weiß, wann ich das schaffe, müsste ich jetzt hier auf dem Stuhl sitzen, das für ein paar Stunden aufnehmen, irgendwann mit der Hoffnung, dass ich den perfekten Durchlauf eben auch drauf habe. Aber da kann ich mich nicht konzentrieren. So, wir gehen mal hier nach rechts, da ist nämlich ein neues Gebiet frei geworden. Hier ist der verrückte Professor und der sagt, gluck, 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 gluck. Ja, Dr. Ranke, der verrückte Professor. Er trinkt irgendwas. Was zum... Ja? Da fliegt schon zugenäht. Wieder ein Fehlversuch. Ich versuche als erster Mensch unter Wasser mit Kiemen zu atmen. Ja, Kiemen.
Fast wäre ich ertrunken. Nun, aber die Sorbe scheint mir ganz schön schrullig zu sein. Hm? Was ist da, Kleiner? Du da, kleiner Weißling, du atmest doch mit Kiemen, oder? Wer, ich? Hast du Scheiße auf der Brille? Da muss ich leider enttäuschen, Mann. Ich bin ein Drache. Wir haben keine Kiemen, Mann. Ja, so viel erstmal dazu. Hm, ein Drache. Sehr bemerkenswert. Tja, das erstmal dazu. Ja, ich weiß leider nicht, wann ich was gesagt habe. Deswegen versuchen wir das hier irgendwie erstmal so weit durchzukommen. Hm, darf ich dich als Versuchskaninchen verwenden? Aus rein wissenschaftlichem Interesse, versteht sich. Sag mal, geht's noch? Mag es gar nicht, mich anzufassen, Mann. Bin doch kein Versuchsobjekt. Dieser Typ macht mich fertig, Nami. Komm, nicht so weg hier. Immer mit der Ruhe. War nur ein Witz, ein Witz. Okay, aber mal im Ernst. Ihr seid wegen der Z-Box hier, nicht wahr? Oh, Dragon Ball Z. Sie ist gleich da drüben. Tut euch keinen Zwang an. Z-Box? Lass mich nun bitte in Ruhe meine Forschung vorantreiben. Gluck, gluck, gluck. Okay, Z-Box. Ja, da hab ich mich verdrückt. Und er gluckt auch schon tatsächlich weiter. Das gibt's doch nicht. Wieder kein Erfolg. Ja, da fehlen ihm wohl ein paar Kiemen. Okay. Na, mal gucken. Ein sehr verrückter Professor. Ja, wir verwenden mal die Z-Box. Wir können da also Items herstellen. Ja, und ihr werdet gleich sehen, diese Itembox ist eher so ein Zufallsprinzip. Die Benutzung kostet 5000 D-Volt-Punkte. Das ist zumindest bis hierhin eine ganze Menge Kohle. Weil ihr wisst ja, für das Aufleveln, indem wir ein Ei benutzen, was wir nicht mehr brauchen, das kostet ja 500. Das heißt, 10 auf... Levelungen durch Eier oder ein Item. Das ist die Entscheidung, die wir treffen können. Und es ist ja tatsächlich so ein Zufallsprodukt. Was haben wir jetzt gefunden? Das ist so ein Emerald Dragon Talisman. Und dafür ist es natürlich nicht schlecht, wenn wir jetzt hier durch diese D-Volt-Punkte, wenn wir zu viele übrig haben, auch an so eine Talismane kommen, um dann ein paar Eier zu finden, um unsere Monster stärker aufleveln zu können, ist das natürlich eine Option. Schade ist, dass wir keinen Bonus bekommen. Da war ja auch die Auswahl, ob wir 10-mal gleich auslosen wollen, kostet aber dann eben auch 50.000 Punkte. Also wir kriegen keinen Mengenrabatt. Warum denn nicht? Na egal, wir gehen ins nächste Dungeon. Und hier müssten wir doch ziemlich easy durchkommen. Na, ihr seht schon, das ist ein Vierer-Dungeon, nee, ein Fünfer. Es ist ein Fünfer-Dungeon und der heißt herzloser Dungeon sogar. Ja, warum? Weil da keine Herzen mit dabei sind. Das heißt, hier ist man eigentlich gut beraten, vielleicht dann doch sowas wie den Birthday Dragon als Anführerfertigkeit zu benutzen, weil der heilt uns ja in jeder Runde permanent. Ja, und in diesem Dungeon wäre es angebracht, vielleicht so ein Monster mal mitzunehmen. Habe ich aber nicht drauf geachtet. Das heißt, ich habe jetzt hier kein einziges Monster drin, was uns heilen kann. Aber wir kommen da auch so durch. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Gebiete etwas länger werden. Also es sind zwar immer noch 6 Gebiete insgesamt, dass wir dann die Story weiter erleben dürfen. So wie, also das war ja in den Gebieten zuvor ja auch so. Ne, hier erinnert euch an den Holztempel, Wassertempel und den Feuertempel. Da waren es ja auch immer 6 Gebiete und zum Schluss der Endkampf. Das ist ja auch so. Ich hätte gedacht, das wird vielleicht von den Gebieten her ein bisschen mehr. Aber nee, die machen das eher so, dass die Gebiete, die Anzahl gleich bleibt. Ne, so bisher immer 6 Stück pro Karte. Aber eben dafür, dass Durchlaufen dieser Gebiete sie etwas länger zieht. Ja, und die Herausforderungen, die werden auch dann nach und nach etwas schwieriger. Ich hatte auch schon mal eine Truhe gefunden. Ich weiß nicht, ob das sogar hier war. Werden wir gleich sehen. Da mussten wir 7 auf einmal Sphären wegklatschen. Und das ist schon eine Herausforderung. Um das zu bewerkstelligen, lohnt es sich, ein Team mitzunehmen, was nur aus diesen Mystic Knights besteht. Weil die Fähigkeiten dieser Mystic Knights sind ja auch ziemlich cool. Weil die können ja fast alle. Was heißt fast alle? Die können alle. Also von jedem Element gibt es mindestens einen Mystic Knight, der die Fähigkeit hat, aus Herzsphären einfach mal ein paar andere Sphären zu machen. Und damit können wir dann natürlich solche Truhen sehr einfach auch öffnen. Weil wenn wir uns da auf unser Glück verlassen, naja, also da brauchten wir schon ganz schön großes Glück, dass wir tatsächlich 7 Sphären auf einmal haben, die wir auch dann wegbouncen können. Und wer hier hinschaut, wir haben ja generell gar keine Chance, 7 Sphären nach und nach, also vertikal oder auch horizontal, eine Horrorzahl, ja auszulösen. Ihr seht es ja, es ist ja gerade mal 6 Felder breit und 5 Felder hoch, also müssen wir mindestens eine Kombination aus horizontal und vertikal machen. Und wenn da steht auf einmal, dann heißt das nicht, hier mal 4 wegklatschen und dann woanders mal 3. Nein, das wäre dann für das Spiel nicht gleichzeitig. Das muss also in einer Reihe alles sein.
Ja, interessant, interessant. Aber das finde ich zum Beispiel wieder cool, weil da werden dann schon unsere eigenen Skills gebraucht. Weil da müssen wir einfach überlegen, wie schafft man das am besten. Und wir haben ja Monster, die uns da behilflich sein können. Ja, und eben nicht so wie im Kolosseum. Tja, also es gibt bestimmt welche, die sagen, ja, ist doch cool, Mensch, das Kolosseum, ich mag das, spiele ich halt ein bisschen. Und es ist mal so die Herausforderung, die mir das Spiel gibt, die nehme ich dankend an. Aber ich finde das wirklich blöd, weil das ist eine Zeitstreckung. Das ist einfach wieder mal eine Zeitstreckung. Aber man muss auch zugutehalten, wir müssen es ja nicht machen. Auch hier ist es wie bei den Platin-Trophäen bei einer PS4. Es ist ja unser eigener Wunsch. Wenn wir das machen wollen, dann nur des eigenen Interesses halber. Das zwingt uns ja keiner. Aber ich bin so einer, ich muss es einfach haben. Das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. Wenn wir hier die Möglichkeit haben, irgendwas Außergewöhnliches zu reißen, na dann versuchen wir das natürlich auch. Und das ist ja möglich. Ihr habt es ja gesehen. S++ ist möglich. Man braucht einfach nur einen perfekten Durchlauf. Das kriegt jeder hin. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es generell so, dass man da pro, ja, weiß ich nicht, Kolosseumskampf ungefähr 2-3 Stunden einrechnen muss und einfach immer nur kontinuierlich gleich gut spielt. Dann passiert es ja zwangsläufig irgendwann, dass man so viel Glück hat, dass tatsächlich per Zufall irgendwas Nettes nachrutscht. Und im freien Modus war es cool. Da habe ich im letzten Kampf, total geil, da habe ich auch wieder meine 4er-Kombo wegklatschen können. Und daraus wurde dann eine 16er-Kombo. Alter, wie geil ist das denn? Und dann gibt es natürlich dicke, fette Boni. Weil wenn ihr eine 16er-Kombo schafft und vorher immer so 4-5 Kombos auch hattet, dann habt ihr im Durchschnitt so 6-7 Kombos sogar. Weil ihr kämpft ja nur 4 Runden lang. Und dann gibt es auch mal so 5600er Bonus bei den Kombos. Das ist richtig fett. 5.000 bis 6.000 Punkte. Als Combo-Bonus. Ich meine, das passiert zwar sehr selten, aber wenn wir so viele Punkte kriegen, dann können wir uns sogar ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann müssen wir nicht ganz vielleicht den einen Durchlauf in der Minute schaffen. Ja, aber gut, das erstmal zu diesen Kolosseumskämpfen. Also wer jetzt auch immer mir vorher schon nochmal die Info dagelassen hat bei irgendeinem Video, ja, ich bin jetzt dann so weit auch selber drauf gekommen und es ist immer noch faszinierend, dass im Internet tatsächlich keine Informationen dazu gibt. Keine Wiki-Einträge, keine vernünftigen, was der höchste Rang ist, wie da die Strategie ist. Man findet irgendwelche Codes-Videos, die einem überhaupt nicht weiterhelfen. Und ich mir denke, Alter, hat denn dieses Spiel überhaupt noch keine Sau gespielt? Also zu 100%? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Na egal, wir sind jetzt gleich hier im Bossgebiet. Da müssten wir die Story wieder weiter triggern können. Und ja, mal gucken. Ich gucke mir das ganze Spielgeschehen mal an, mal gucken, wie ich dann überhaupt hier so spiele. Ist ja auch mal nett, sich nicht auf das Spielgeschehen zu konzentrieren und einfach mal zu gucken, wie man denn so drauf gewesen ist. So, er... Oh, der vergiftet uns. Der hat uns vergiftet. Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal auch gar nicht mitbekommen. Der hat uns tatsächlich vergiftet. Da bin ich ja mal gespannt, was der jetzt zu uns für Schaden wegnimmt. Und gerade bei einem Herzlos-Dungeon ist das eine sehr schreckliche Fähigkeit. 500 Schaden hat er gemacht. Bis 600, habt ihr gesehen? Und da wird er dann noch nicht mal angegriffen. Ja, dann sollten wir den schleunigst vom Feld holen. Naja, da hat er nicht ausgereicht. Das heißt, jetzt greift er nochmal an und wir sind immer noch vergiftet. Ja, das Totenkopf-Symbol zeigt an, dass wir irgendeinen Negativzustand haben. Ja, und wenn er jetzt jede Runde angreifen würde und wir immer noch vergiftet bleiben, ui, das sind ja 1000 Schaden pro Runde. Eieieiei, naja, da können wir nicht so viel aushalten. Aber Gott sei Dank ist er ja weg und wir sind auch jetzt beim Boss. Und mal gucken, was hier passiert. Was das für einer ist? Was für ein Knilch? Wird ja wieder irgend so ein Sonderling sein? Ah, hier. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ja, was hast du denn? Jetzt habe ich irgendwas gesagt. Ach ja, genau, der hat mich nämlich an irgendeine Figur erinnert. Ich meine, wer jetzt hier an Japan denkt sofort, liegt gar nicht so verkehrt. Aber ich musste irgendwie an diesen einen kleinen Knirps denken vom Dragon Ball Universum. Hier, ach Mensch, wie heißt denn der? Von Tenshin Han hier, dieser kleine Gefährte. Der sieht auch immer so ganz, ganz komisch aus, nur dass er eben komplett Glatze hat. Und der sieht halt, naja, eigenartig halt. Warum musst du denn in diesem feuchten, trostlosen Ort warten? Und wer ist überhaupt Nami? Sieht aus, als bekämen wir es mit dem nächsten Sonderling zu tun, Nami. Ja, Sairo sagt's auch schon. Auch er ist auf jeden Fall ein Sonderling. Meine Güte, wer ist das denn? Jemand, der von einem bizarren Wesen mit Riesen operiert wird. Ja, und schon wieder sagt er zu uns Kaninchen. Also haben die alle wirklich... Ja, sind die blind auf den Augen? Wir sind doch kein Kaninchen. Ich bin kein bizarres Wesen, ich bin dein Drache. Ich beiße gleich.
Ja, beiß ihn los. Beiß ihn mal richtig hier die Bälle vom Bauch ab. Na, und wer bist denn du überhaupt, wenn ich fragen darf? Oh, Vorstellung. Hiyomaro, der violette Dünkel. Der Dünkel. Ja, ich bin Hiyomaro, meines Zeichens Angehöriger der geschichtsträchtigen Mijabi-Familie. Aber Schluss jetzt! Verbeugt euch gefälligst! Los, runter! Außerdem bin ich ein Mitglied bei Genius und gekommen, um euch Maß zu regeln. Was, um euch zu Maß regeln? Oh mein Gott. Was für ein selbstgerechter Bengel. Ja, und alles ins Bengel. Komisch, oder? Wuhuhu, ihr nennt mich ein Bengel? Wie respektlos. Wache, wache! Wuhu, auf sie! Sieht nicht so aus, als wäre ich... Achso. Sieht nicht so aus, als wäre ich in der Nähe, Mann. Ihr habt gerufen, Meister Hiyomaro. Wo kam der plötzlich so her? Los, ergreife die Rabauken! Wuhuhu! Jawohl, Meister Hiyomaro. Los, Dorma, verpasse Nami einen Denkzettel. Dorma! Dorma aus Dormagen. Mal gucken, wie er aussieht. Es ist ein... Ja, ein Boss natürlich. Es ist ein... Oh, ein Schattendrache. Der sieht auch gar nicht so ungefährlich aus. Aber wir haben schon mächtigere Drachen gesehen. Der hat bestimmt noch eine richtig dicke, fette Entwicklung. Und hier, schaut mal. Ich habe jetzt mal hier die Fähigkeit von dem Birthday Dragon aktiviert. Und ja, wir haben genug Zeit, um die Kombos so ja, zu gestalten, dass wir hier so eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also eine 7er Kombo mindestens. Damit haben wir das komplette Feld geräumt und immerhin konnten wir noch eine 8er Kombo draus machen. Also dafür ist dieser Burst Dragon richtig cool. Ich habe diese Zeit, diese 15 Sekunden komplett entschätzt und hier, schaut mal. Oh, der hat sogar einen Puzzle hinterlassen. Geil, wusste ich gar nicht mehr. Auch nett. Ja, und das ist doch cool. Also diese Fähigkeit, die ist monströs gut. Und dann ist es ja faszinierend, dass die ja nur 6 Spezialpunkte verbraucht. Weil wir kriegen das ganze Feld damit weggeräumt. Das heißt, es wird ein... Ja, das wird ein nahezu 100% Angriff. Uhuhu, du bist gar nicht so schwach, wie du aussiehst. Mit deinen läppischen kleinen Knöchelchen. Hey, Hiyomaro, jetzt bist du dran. Los, komm her. Uhuhu, jetzt bin ich erstmal hungrig. Ich hab Hunger. Mams, Mams, Mams. Los, komm, was zu essen. Ameomon, antreten. Ihr habt gerufen, Meister Hiyomaro. Ja, ich denke, so spricht er. Der sieht auch irgendwie seltsam aus. Ist der oben rasiert? Ist der Kopf rasiert? Der erinnert mich irgendwie auch wieder aus One Piece hier, diese Samurais. Die haben ja auch mal so eine der dezenten Augenbrauen. Mohoho, ich habe majestätischen Hunger. Mohohoho. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was ich hier gesagt habe. Hier, Meister Hiyomaro, Himbeerparfait, eure Leibspeise. Ich hoffe, der hat doch so eine gute Stimme, ich weiß nicht. Ich hoffe, es was. Oh, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Nein! Das haben wir immer gut vorbereitet. Immer her damit, Amemon. Amemon? Amemon? Oder Amaemon? Ja, wie wird denn ausgesprochen? Bäh! Amemon, was hat das zu bedeuten? Bäh! Wie oft muss ich dir sagen, dass ich mein Himbeerparfait mit Lavendelblütenhonig gesüßt haben will? Hier ist ein stinknormaler Waldhonig drin. Was für eine Beleidigung für meine Zunge. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde umgehend Lavendelblütenhonig herbeischaffen. Ja. Okay, er hat Untergebene. Wobei der aber viel gefährlicher aussieht als der Hiyomaro selber. Uhuhu, vergiss es. Ich habe keinen Hunger mehr. Uhuhu, ich bin müde und möchte schlafen. Ah, Meermon, bring mir Sänfte. Sänfte? Du meinst wohl Säfte? Na, oder? Sänfte? Na, okay, Schlafzeug wahrscheinlich. Ja, jawohl, Meister Hiyomaro. Ja, sehr interessant. Okay, der hat einen Untergebenen. Was für ein verzogener Bengel. Ja, doch hier lassen wir ihn wieder davonlaufen. Sag mal, gibt's das? Dass wir hier irgendwie nie einfangen? Das kann ja sein, dass die immer alle davonkommen. Irgendwie sehr mysteriös. Na, egal. Wir haben das zweite Gebiet freigeschaltet. Und jetzt müsste ich auch fast am Ende sein der eigentlichen Aufnahme. Na, mal gucken, ob wir hier nochmal kurz was von Captain Matari hören. Natürlich, er lässt es sich doch nicht nehmen, einmal ein kurzes Statement zu geben. Das vierte Mitglied von Genius? Interessant, Nami. Ja, komm hier, drück schon mal weiter. Ich kann doch nichts dafür, dass du die Aufnahme nicht richtig gemacht hast. Los, drück schon, drück schon. Und er nimmt nicht persönlich an Kämpfen teil. Ein sehr merkwürdiges Verhalten. Er sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, muss ich mal sagen. Na, ohne Witz jetzt. Wirklich merkwürdig und dick so. Und ganz komische Frise hat er. Okay, gute Arbeit, Nami. Von jetzt an werde ich Ranger in die Mobadalama-Sumpf schicken, damit sie dort trainieren können. Trainieren? Geht's noch?
Die sollen die fangen und nicht trainieren? Geh bitte als nächstes zu den Megalithruinen Nami. Ach, ist ja witzig. Da schickt er die hin, um zu trainieren. Natürlich. Hättest du auch schon vorher machen können. Ja, keine Ahnung, was jetzt Sairo gesagt hat. Habe ich schnell weggedrückt. Aber ist ja interessant. Da schickt er die, um zu trainieren. Hier, geht mal in den Raum von Geist und Zeit oder wie das heißt. Ja, hier muss ich jetzt gleich mal einen Schnitt setzen. Denn das nächste Gebiet habe ich noch nicht gemacht. Das werde ich aber gleich machen. Und ja, dann wird es das für die Folge auch schon gewesen sein. Also bis gleich und tschüssi. Okay, nach dem kleinen Schnitt geht's auch direkt weiter ins zweite Gebiet und passt mal auf, ich habe mal wieder ein paar neue Monster ins Team geholt. Ich konnte jetzt endlich auch mal so einen Lichtritter so weit hoch pushen und entwickeln, dass er mir auch diesen Bonus gibt, dass er Herzsphären tauschen könnte. Und vielleicht spielen wir auch mal mit diesen Leuten, weil die waren gar nicht so schlecht hier, passt mal auf. Wir gehen das mal kurz durch, hier, das ist sogar schon mein Team. Das ist das Lichtmonster und die sind ja auch gar nicht so schwach, die haben ja auch im Schnitt so mindestens immer 1000. Und als Dunkeltyp habe ich leider noch keinen Ritter gefunden. Da habe ich immer noch den starken Drachen. Und ich habe noch nicht mal diesen starken Drachen mitgenommen. Ihr wisst ja, ich habe ja den Level 50 Drachen. Da ich den aber noch nicht weiterentwickeln kann, habe ich mir gedacht, komm hier, nimmst du einfach mal sein Bruderchen mit und versuchst den ein bisschen noch aufzustärken. Kann ja nicht schaden, weil stark müssten wir trotzdem genug sein, um hier heile durchzukommen. Und Enigma, was hat der gemacht? Okay, der stärkt uns bei 4er. Kombos. Ja, ich müsste mir langsam mal diese ganzen Sachen einprägen. Oh, die Mucke auch cool. Irgendwie cool, okay. Ja, jetzt habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Jetzt bin ich irgendwie raus, was das Optimieren der Sphärenlegung angeht. Na, mal gucken, okay. Das sieht auch schon mal gut aus. Das sah auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Ne, 4er-Kombo, Minimum. Ach, cool. Ja. Das ist doch unsere gewohnte Leistung. Und wir kriegen gleich mal direkt 2 Chips. Mega Shiny Chips. Das ist cool. Wir gehen rechts lang, weil wir wollen ja auch den Drachenstein bekommen. So, mal gucken. Ja, wir gehen hier lang, dann hier lang. Das war nicht so gut. Das habe ich zu lange überlegt. Jetzt habe ich viel zu lange überlegt. Mit Glück noch eine 3er-Kombo. Ach, wir müssen uns ja für den Weg entscheiden. Mensch. Ja, siehst du? So schnell kann es passieren. Vorher sage ich es noch, wir gehen rechts lang und was passiert? Ich achte auf den Weg nicht. So, mal gucken, wie wir den jetzt hier am besten den Chaos machen. Ja, so ist ganz nett. So ist auch ganz nett. Und dann vielleicht noch hier rein. Ja, immerhin 4. Leider nichts Schönes nachgerutscht. Das heißt, wir werden den auch nicht wegklatschen können. Ja, wir bräuchten ja irgendeine Z-Sphäre oder eine andere starke Kombo. Zumindest eine hohe Kombo, die würde uns helfen. Ja, das reicht ja alles nicht. Ja, ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, nur eine 4er-Kombo reicht hier eben nicht. Oder doch, hat gereicht. Ach, interessant. Na, das ist mir immer noch ein Geheimnis, warum die irgendwann einen großen Schaden nehmen und wann die eben nur so einen kleinen Schaden nehmen. Ich verstehe es nicht. Oder ist das bei denen einfach nur glücksabhängig? Ich habe echt keine Ahnung. Naja, hier gehen wir auf jeden Fall nach links. Und da sind wir auch schon wieder fast beim Boss. Und mal gucken, wie die Herausforderung hier sein wird bei diesem Drachenstein. Oh, hier, schaut mal dieses Vieh an. Das sieht auch nice aus. Aber irgendwie erinnert mich doch die Musik auch schon wieder an irgendwas. Also ich habe so viele Eindrücke von dem Spiel, dass ich irgendwelche, ja, Gedankengänge habe. Ganz komisch. Ich glaube, dieser Sound, dieses erinnert mich an diese eine Werbung hier von der Deutschen Bank, glaube ich. Kennt ihr die? Wo dann immer so eine Frau in ihrem Sportanzug da durch die Kante läuft? Dann ist doch am Anfang auch immer so eine komische Trommelmucke. Wir sind für sie da. Oder täusche ich mich da? Na, keine Ahnung. Sollen wir gucken. Ja, für ihn hat's gereicht. Das ist gut. Ah, und schaut mal diese Erfahrungspunkte. Jetzt kriegen wir auch schon sehr, sehr viele sogar. Das sind 2000 Stück. Das heißt, selbst die Dungeon-Durchläufe mit den Talismanen, wenn wir jetzt diese Drachen besiegen, die geben uns nämlich auch nicht so viel, wie wir jetzt hier durch die Monster bekommen. Ich meine, gut, die Drachen geben uns immerhin noch 3000 Punkte und so ein größerer Drachen sogar 30.000. Das ist natürlich auch eine ganz andere Marke. Aber ist doch auch cool, im Verhältnis dazu, dass wir hier zumindest schon jetzt im Schnitt so 2000 Punkte bekommen. Das ist okay. Da kann ich mich nicht beklagen.
Auch hier wird es eine 3er-Kombo, eine 4er sogar. Oh, eine 5er. Ja, damit müsste der weg sein. Kann man nicht vorstellen, dass er dem standhält. Macht er auch nicht. Ja, da sind wir schon beim Boss. Mal gucken, was unser Hiyomaru zu sagen hat. Falls er überhaupt hier aufkreuzt. Nein, das ist nur ein Offizier. Guck mal einer an. Paradox-Offizier, was bildet sich dieser Hiyomaru eigentlich ein? So mit seinen Untergebenen umzugehen. Okay, er scheint so ein kleiner Quälgeist zu sein. Ein bestimmender Quälgeist, der einfach nur befiehlt. Vielleicht ist er ja vom Königlichen geblüht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist er eine Nervensäge. Schlimm genug, dass ich es nicht in Dogmas Garde, die Eliteabteilung, geschafft habe. Na, dann darfst du dich auch nicht aufregen, dass du hier bei einem, ja, klitzekleinen, nervigen Genius-Mitglied bist und dahin degradiert wurdest, mein kleiner Paradox-Offizier. Oder statt in Meisterin Ajames Truppe bin ich jetzt auch noch in dieser ollen Truppe des Rotzbengels Mist. Meisterin Ajames? Wer ist denn Ajames? Oder Ajames? Oder Ajames? Ach, diese Namen, diese Namen! Na, wer ist denn das? Meisterin Ajames. Na, ich meine, wir haben ja noch ein Genus-Mitglied offen. Und zwar den Lichttypen oder Typin. Scheint ja wohl dann eine Olle zu sein. Okay. Hat er schon mal ein paar nützliche Infos uns preisgegeben. Auch interessant. Hey, du da, du bist der Name, stimmt's? Los, komm her, ich bin wütend. Ich will dich fertig machen. Ich muss den Frust an dir auslassen. Ihr habt mich doch nicht einfach gerade belauscht, oder? Wehe, ihr sagt doch nur ein einziges Wort weiter. Hm, keine Sorge, kann sich auf uns verlassen. Wir hätten sowieso nichts verraten. Naja, was heißt nicht verraten? Ich meine, klar, hätten wir nichts verraten. Aber wir hätten diese Informationen an unser eigenem Hauptmann weitergereicht. Los, meine Monster, vernichte den Nami und damit auch alle Beweise. Oh, er ist ein Cleaner. Auch er ist ein Cleaner. Er will alles auslöschen. Ja, das wird ein kurzer Bosskampf. Hoffe ich zumindest. Vielleicht täusche ich mich da auch hier so. Oh, das war falsch. Das war falsch. Hier so, da so. Ja, Mist. Das war schlecht. Also dieses Vieh in der Mitte sieht auch irgendwie komisch aus. Hat er jetzt zweimal Frostpillen gemacht? Geht's noch? Ey, und ganz ehrlich, das Vieh in der Mitte erinnert mich auch schon wieder an irgendjemanden. Und zwar an die gute Midna von Zelda. Im weitesten Sinne. Na egal, sowas machen wir. Stimmt, wir können ja hier die Sachen austauschen. Dann machen wir mal... Ja, was nehmen wir denn? Wir haben so viele schöne Wassersphären. Nein, ich habe mich verdrückt. Nein. Mist, 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 Mist. Aber gut, die haben auch... Ach, die haben selber die Herzfern umgewandelt. Oh, diese kleinen Mistratten, die... Ja, das war jetzt blöd. Das war jetzt wirklich blöd. Naja, zumindest eine 4er-Kombo könnte man noch draus machen. Ohne 5er, per Glück. Sehr gut. Reicht es, um die wegzuhauen? 1, 2, yes, das sieht gut aus. Oh, der hat sogar sehr viele Lebenspunkte. Schaut mal. Orb Refresh. Naja, mach du mal. Mach du mal dein Orb Refresh. Wir machen mal hier kurz auch eine Changing Attack. Ja, und damit kommen wir auch gut hin. Wir machen das so und so. Ja, Mist. Na, ich lass am besten, ja, das Feuer. Na, mal gucken. Okay, dann war es das auch schon wieder für ihn. Wir haben noch ein Katala-Ei bekommen. Ist auch gar nicht so schlecht, weil von denen hatte ich auch noch gar nicht so viele. Das kommt mir sogar zugute. Ich kann ihn zwar noch nicht aufleveln und aufpowern, aber es ist ja erstmal egal. Und dadurch, dass wir hier den Drachenstein bekommen haben, müssen wir auch ein neues Geschenk entgegennehmen können. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Meister Dogma, ich möchte um meine Versetzung bitten. Ja, du meinst wohl eher um deine Vernichtung. Ja, Versetzung kriegst du. Und zwar schön nach unten. Zum anderen Abschaum der Dogma-Garde. Oh, das ist ein Waldgebiet. Ein Waldgebiet in einem Sumpfgebiet. Hm. Wie kann es denn sein, dass da ein grüner Ort existiert? Naja, ich bin gespannt. Und Captain Matari meldet sich wieder. Die Megalithruinen sind die letzten Überreste einer Stadt, die vom Anführer der vor langer Zeit untergegangenen Drachenzivilisation erbaut wurde. Das Paradox ausgerechnet dort einen Stützpunkt errichtet hatte. Hm, vielleicht fühlt sich doch mal jenem Anführer verbunden, der ebenfalls auszog, um die Welt zu beherrschen. Tut mir leid, ich schweife ab. Jedenfalls hast du auch diesmal wieder gute Arbeit geleistet, Nami. Dein nächstes Ziel ist die Ladama Einöde. Also wie eine Einöde sah es aber gerade nicht aus. Dieser Ort wurde in einem Krieg zwischen Menschen zerstört.
Es ist eine Schande. Die einzige Konstante in der Geschichte scheint der Krieg zu sein. Ja, auch das kriegen wir in sehr vielen Spielen mitgeteilt. Ich träume davon, dass eines Tages eine Welt ohne Krieg geben wird. Ja, das wird nicht passieren. Also ganz ehrlich, die Erfahrung und Geschichte zeigt eindeutig, ohne Krieg keine Chance. Es gibt immer mindestens irgendeinen Volldepp, der sein Gebiet erweitern möchte, der einfach immer mehr haben will, weil der Mensch gibt sich einfach mit den Dingen, die er hat, nicht zufrieden. Also einige Menschen. Also ich bin schon zufrieden mit dem, was ich habe hier. Aber ihr wisst das ja selber, weil nur deshalb gibt es ja auch Krieg. Man will einfach mehr für sich beanspruchen. Und das ist völlig egal. Wenn es da eine andere Religion gibt, egal, die muss weg. Die eigene Religion, das ist die wahre. Ja, und eigentlich auch schrecklich, dass ganz, ganz viele Kriege auch nur geführt werden des Glaubens wegen. Schrecklich, einfach schrecklich. Aber naja, gut. Davon sind wir hier erstmal nicht betroffen. Ja, wir spielen ja weiter. Ich will auch, dass alle Bewohner dieser Welt friedlich leben und Spaß haben können. Ja, das ist eine sehr schöne Philosophie, aber ein sehr schwieriges Thema leider. Ich will keine Welt, in der nur eine Person Spaß hat. Gehen wir schnell zu der Ladam. Einöde Nami, loskommen. Ja, aber wir machen ja auch Krieg. Und darauf führt es ja immer hinaus. Selbst wenn eine Partei denkt, die andere hätte Unrecht und man muss ihn aufhalten, weil genau diese andere Partei was Schlechtes will, müssen wir ja trotzdem kämpfen. Und schon einmal wieder Krieg. Es wird immer wieder gleich bleiben. Aber gut, da sage ich ja auch nichts Neues. Dann, ja, war's das für die Folge. Wir haben hier zwei Gebiete gesehen. Wir haben einen neuen Gegner gesehen. Hiyomaro, oder wie er auch immer hieß, mit seinem Begleiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich stelle auch fest, dass hier tatsächlich die... Ja, nicht die Quests schwerer werden, aber... Es wird langsam etwas herausfordernder und wir haben jetzt hier auch viel mehr Nebenquests abzugrasen. Das heißt, ich kann jetzt nebenbei auch viel mehr machen. Das finde ich auch cool. Das heißt, da kann ich neben dem Ganzen aufnehmen, hier noch ein paar Quests erledigen, ein paar Monster sammeln und mal gucken. Also ich bin wirklich so gespannt, wie es aussieht, wenn wir hier am Ende des Spiels angekommen sind. Wie viel ich dann noch holen werde und ob ich dann noch Lust habe, tatsächlich das Spiel auf 100% irgendwie zu komplettieren. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, ob ich da noch Bock habe. Ach cool, aber es macht immer noch so viel Spaß. Und ja, nächste Folge gibt's natürlich wieder. Dann morgen. Bis dann, alles Gute, tschüss.